Ja, die Type ist wieder Florian für euch zurück mit den Anime-Momenten 2016-2017. Und heute möchte ich zum letzten Anime-Moment der Wintersaison 2017 kommen. Und es ist eigentlich im Prinzip sehr schwer, da einen einzelnen Moment rauszunehmen, weil eigentlich zusammengenommen die erste Staffel in der Wintersaison 2016 und diese zweite Staffel in der Wintersaison 2017, die beiden zusammengenommen an sich sind. Und ich benutze das Wort sehr ungern, aber in dem Fall bin ich felsenfest überzeugt, ein absolutes Anime-Meisterwerk. Weil es gibt zu viele Momente, über die ich in beiden Seasons, in beiden Staffeln sprechen könnte. Aber die zweite Staffel hat nochmal einen absoluten Home Run gemacht. Und zwar soll es mir gehen um Showa Genroku Rakugo Shinju. Die zweite Staffel eben vor allem, die jetzt hier in der Wintersaison 2017 gelaufen ist. Und eine von den ganz wenigen Sachen, die ich mit 10 von 10 Punkten auch auf My Anime List bewertet habe. Und rückwirkend auch dank der zweiten Staffel. Ja, die erste Staffel, die ich auch mit 10 von 10 Punkten bewertet habe. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Generell soll es mir, ja, es gibt so vieles, was ich, so viele Momente, wo ich überlegt habe, was nimmst du jetzt eigentlich exakt rein? Und ich kann eigentlich nur sagen, schau den Anime komplett an. So, das war Tag Nummer 15 von, nein, zumindest. Vielleicht aus der zweiten Staffel eine Sache, wo dann die zweite Staffel auch begonnen hat, richtig mich rumzureißen. Und nachdem ich anfangs ein wenig skeptisch war aufgrund des Zeitsprungs, den es gemacht hat. Aber vielleicht sollte man erstmal vorne anfangen. Ich versuche es möglichst erstmal spoilerfrei zu halten, ohne das zu viel Kontext und dergleichen zu verraten. Aber wenn es dann in die eigentlichen Szenen geht, werde ich dann die Spoilerwarnung machen. Wer ganz unverfangen rangehen will an Showa Genroku Rakugo Shinju, dem kann ich nur sagen, lest euch eine Beschreibung des Ganzen durch, lasst euch nicht abschrecken. Rakugo ist eine sehr interessante, noch heute existierende, ja, Einzelmann-Theater-Kunstform in Japan, und die Serie behandelt sozusagen von vor dem Zweiten Weltkrieg bis in die Moderne in der zweiten Staffel hinein den Verlauf eines Lebens eines Rakugo-Meisters und wie sich die Kunstform auch in Japan entwickelt hat, und das Ganze auf eine wunderbar dramatische und wunderbar erzählte Art und Weise. Deswegen, ja, ich kann die Serie wirklich nur aller wärmstens ans Herz legen. Absolutes Anime-Meisterwerk. Und ja, damit dann so viel zu dem, was ich erstmal im Vorfeld, ohne etwas über die Serie sagen kann, ja, an Lob, was ich der Serie eben aussprechen möchte. Generell eben ist es ja so, dass wir in der ersten Staffel mehr oder weniger den Lebensrückblick haben von, ich muss mir die Namen trotzdem immer noch mal anschauen, von, ja, Yakumo, von, ja, einen von zwei Hauptprotagonisten, die wir dann mehr oder weniger verfolgen, wobei der eine eben nur in einer Vergangenheitserzählung in dem Rückblick von der ersten Staffel stattfindet, weil die erste Staffel beginnt eigentlich in den, wann war es, 70er oder 80er Jahren, wo wir einen Gefängnisinsassen verfolgen, der eine Rakugo-Aufführung von eben jenem Yakumo im Gefängnis gesehen hat und dann selbst nach seinem Rauskommen aus dem Gefängnis zu einem Rakugo-Künstler werden möchte, weil inspiriert. Und dieser Story von dem Gefängnisinsassen und von einer weiteren Protagonistin namens Konatsu, die verfolgen wir eigentlich erst in der zweiten Staffel, weil in der gesamten ersten Staffel ist nur die rückblickende Geschichte von dem Rakugo-Meister Yakumo, wo dann eben der Rotaro heißt er, glaube ich, also dieser, nee, Yotaro, der Gefangeninsasse, dann ein Schüler von ihm werden möchte. Und ja, die Vergangenheitsgeschichte, die Staffel Nummer 1, ist schon ein unglaublich toller Anime, aber die zweite Staffel haut das Ganze nochmal raus. Da machen wir dann einen kleinen Zeitsprung in die Moderne, wieder nach dem ganzen Rückblick in der ersten Staffel, und verfolgen ein wenig eben das Leben von Yotaro als Rakugo-Schüler und wie er versucht langsam, ja, seinen Rakugo und dergleichen zu verbessern. Und wir verfolgen die Geschichte von Konatsu, die zu Beginn der zweiten Staffel, ich glaube am Ende der ersten Staffel erfährt man es auch schon. Hier kurzer, jetzt schon mal erste Spoilerwarnung eingeblendet zum Ende der ersten Staffel, Anfang der zweiten Staffel von Showa Genroku Rakugo Shinju, wo wir erfahren, dass sie schwanger ist und zum Anfang der ersten Staffel schon einen ja, mehrjährigen oder zwei- oder dreijährigen Sohn oder kleines Baby und dergleichen hat und nicht so ganz klar ist, wer jetzt exakt der Vater ist. Auf jeden Fall, Konatsus Traum war ja ähnlich wie ihr Vater, auch dann mal eine Rakugo, ja, Künstlerin zu werden, aber Rakugo ist eben eine sehr von Männern durchdrungene Kunstform. Und hier dann jetzt allerdings ein Spoiler für Folge Nummer 4 der zweiten Staffel von Showa Genroku Rakugo Shinju. Da
haben wir nämlich einmal die Situation, dass Jotaro eine günstige Gelegenheit nutzt, um sie dazu zu zwingen, vor einer Gruppe von kleinen Kindergartenkindern oder Grundschülern, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ein Nakugo-Stück auszuführen oder aufzuführen, von dem er weiß, dass sie es lange geprobt und geübt hat und dass ein Nakugo-Stück ist, was zu dieser Zeit gerade eine große Beliebtheit in Japan, gerade bei jungen Leuten, erfahren hat. Und es war dann einfach eine Freude zu sehen, dieses Nakugo-Stück, welches übrigens dann auch die Basisgrundlage ist für eines der Anime-Memes, was es zu Fullmetal Alchemist Brotherhood gibt als Video, nämlich dieses Wrath versus versus und nicht Stain versus Kisama, hontou no na wa nan toyu? ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポの修林岩、修林岩のグリンダイ、グリンダイのポンポコピー、ポンポコナーの超救命の超助。キングダの、私の名もジュゲムジュゲム五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事、ヤブラ工事、パイポパイポの修林岩、修林岩のグリンダイ、グリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助というのだよ。 Dem anderen, ich werde es unten in der Videobeschreibung verlinken, welches Video ich meine, denn dieses Video, wo sie sich dann ständig ihre überlangen Namen zurufen, basiert eigentlich auf dieser Rakugo-Geschichte und diese dann mal ordentlich aufgeführt von Konatsu mit dem wirklich guten Humor und der wunderbaren Synchronsprecherleistung, wie sie das in Folge 4 rübergebracht hat, war dann wirklich einer der herzerwärmsten Momente in Showa Gen Rakugo Shinshu gewesen, Konatsu zu sehen, wie sich das erste Mal ihr Traum von einer Rakugo-Aufführung in der männerdomierten Sphäre erfüllt und dann mit diesem positiven Feedback von den kleinen Kindern, wo sie dann auch sie ein bisschen mitmachen lässt. Und dergleichen bei diesem wunderbaren Rakugo-Stück, was wirklich sehr super rübergebracht ist und mich auch zum Schmunzeln gebracht hat in der Szene und einfach emotional wunderbar war. Aber das war bei weitem nicht die einzige Szene. Genauso sehr, ich müsste auch darüber mal ein eigenes Spoiler-Video machen, warum ich, was bei Showa Gen Rakugo noch so berührt. Auch, dass die zweite Staffel mit einer Folge, mit einer Szene eigenständig dafür gesorgt hat, dass das einzige Problem der ersten Staffel, was ich hatte, weswegen ich ihm ursprünglich mal nur 9 von 10 Punkten gegeben habe, mit einem Rutsch ausgelöscht hat und damit rückwirkend dann auch ich der anderen Staffel auch 10 von 10 geben musste. Aber das führt dann in sehr tiefe Spoiler, sehr tiefe Spoiler hinein und das möchte ich hier gar nicht auslegen, aber ich kann einfach nur sagen, der Rant von Jotaro gegenüber dem einen Mafia-Typen, die Szene, dann die Shinigami-Aufführungen von Yakumo und dergleichen, ohne jetzt die Kontexte zu geben, aber das sind alle Szenen in der zweiten Staffel, die mir im Kopf drin geblieben sind und die einfach nur es zu einem unvergesslichen Anime gemacht haben, zu einem absoluten Meisterwerk und es ist so schade, dass der so unter allen Teppichen gekehrt wird und wahrscheinlich nie ein Disc-Release oder irgendwas in Deutschland erfahren wird, aufgrund dessen, dass er eben kein Hype-Anime oder irgendwas ist. Und es ist echt schade, weil der Anime hätte es verdient. Es ist ein Meisterwerk und ich kann es wirklich nur empfehlen. Und deswegen der Anime an sich, aber eben auch die Folge 4 als ein Beispielmoment, der nicht zu viel spoilert. Einer der Anime-Momente oder Serien des Jahres 2016 und zweite Staffel 2017 für mich. Und das war dann Tag Nummer 15 oder 16? Ich glaube, 15 war es gewesen von den Anime-Momenten 2017. Ich sehe gerade, die Kamera geht gleich aus. Ich habe nur noch ein paar Sekunden Aufnahme. Deswegen an dieser Stelle dann ein ganz flottes Matane. Bis zum nächsten Mal. Dann haben wir die Winterseason hinter uns und es geht in Frühling und Sommer. Bis dann. Ciao.